Hallo und willkommen zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 212. Ich bin Juli. Mit herzlichen Grüßen. Charlie und Enno sind auch dabei. Wir gehören zu Yushano. Wir sind Übrigens, Yushano. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich bin tot. Ja, ich bin dabei, Juli. Erwähnt bei dem Kanal. Na, Charlie. Ja, ging nicht. Ich muss die Links zerschießen. Das funktioniert nicht so gut, wenn ich tot bin. Hab ich gehört. Puh. Fuck. Wann genau? Ja, zwei auf einmal. Nein. Wann genau kann ich treffen? Weißt du das? Wenn er ein bisschen still hängt. Es gibt so ein Scheiße. Es gibt so einen Moment, da ist er abgelenkt nach dem Feuerspein. Da muss er sich ausruhen und dann hält er still. Ah, fuck it. Ich bin fast tot. Jawohl, ich habe ihn. So. Ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Hier noch. Nach dem Feuerspein, sagst du? Nach dem Feuerspein, ja. Es sei denn, ich treffe ihn per Zufall auch so. Also nach dem Angriff immer. Immer wenn ein Angriff kommt, kannst du ihn. Darf ich nicht. Kümmert euch um dieses Gesindel. Doch, ich danke, ich bedanke mich trotzdem. Jawohl, ich hab ihn. Kannst du nichts gegen machen. Nicht ungestraft bleiben. Du hast deine das ist so ein Schwester Kampf, da ist echt ungünstig für euch. Für mich am meisten. Und ich wäre Königin geblieben. Naja, ja, ich kann auch eine Fernkampfattacke, die so ein bisschen. Pass auf, er spreit wieder Feuer. Ich halte mich schon bereit. Der Tod Alles klar. Ist lange fällig. Bein noch. Ich muss auf die andere Seite. Geht dann nicht. Wenn er sich schüttelt, dann haben wir ihn schon. Dann können wir nicht nochmal. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, aber. Jawohl, ich habe ihn. Eins. Glaubt ihr, ihr könnt mein Haustier verlassen? Ah, die anderen da unten sind noch andere Dinger. Ja, ich mal um die anderen. Ich bleib mal hier und versuche den letzten, das letzte Teil zu treffen. Er hat selbst getötet. Jawohl, ich habe ihn. Nice. Geschafft. Nein. Nein! Fällt einfach runter. Nein! Nein! Oh. Oh. Die Schön elegant eigentlich. Die schlafende Prinzessin gehalten hatten, zogen sich zurück. Was ist passiert? Lebe ich noch? Gleich nicht mehr. Rosie! Überrascht sahen die Helden, wie Rosabelle in den unterirdischen See fiel. Isabel tauchte dem Schatten Rosabels hinterher. Kurz darauf kehrte Isabel mit ihrer Schwester zurück. Was? Danke für die Befreiung, Helden. Sehr erfreut, Frau Prinzessin. Ist die? Wenn nur die Umstände heiterer wären. Rosie, sie war schon immer sehr stur. Braucht ihr etwas? Ein Handtuch? Ich will nur nach Hause. Ich fürchte, euer Schloss liegt in Trümmern. Ihr habt zudem ein paar echte Probleme mit den Rohren. Wie kommen wir hier wieder raus? Die Portale sind alle verschwunden. Da erschien der Trine und erfüllte die Höhle mit seinem goldenen Licht. Das Licht wurde wärmer und heller und hüllte alle in eine unsichtbare Decke aus Wohlbehagen und Sicherheit. Die Tunnel verschwanden aus ihrem Blickfeld. Oh. Beides in Wahrheit der ein Trine Bett. Der Trine brachte unsere Helden genau in den Wald zurück, in dem der Zauberer und der Ritter sich zu Beginn getroffen hatten. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Das Königreich ist gerettet und der Wald wieder normal. Wie denn nur? Isabels Magie hatte den Wald beeinflusst. Jetzt, wo sie frei ist, stimmt das Gleichgewicht wieder. Nein, ich habe das magische Wasser für meine Kartoffeln vergessen. Hier, ich habe eine ganze Haut voll davon. So ja, also bist du doch ganz anständig. Sie kostet 5 Goldstücke. Was? Du hast doch schon eine Krone. Die drei Helden sprachen die ganze Nacht über ihr großes Abenteuer, bevor sie morgens aufbrachen. Ali, deins klingt zu echt. Die Prinzessin und die Kürbisse wurden gerettet. Das Abenteuer neigte sich dem Ende entgegen. Oh yeah. Ende? Von wegen. Wir haben eine Überraschung. Nein, Bonuslevel, nein. Oh, der Kobold, der geht um. Ja, fast schon. In einer schicksalsschweren Nacht schlichen finstere Gestalten durch den Wald vor Amadeus Hütte. Hüteten ihn.
Und seine Kinder und seine Frau. Ja. Tot. Die ist gleich tot, die ist gleich tot. Oh, die sieht relativ gut aus. Das ist die Frau? Der soll sich nur blicken lassen, dieser Schuft. Ich komm. Dafür, dass er so ein alter Typ ist, ne? Ich geh nicht. Ja. Ist das Amadeus oder wer anders? Oh. Ein Ganzkörperkondom. Ich glaube, du hast recht. Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Ja, meine Frau ist Amadeus hat seine Frau flachgelegt. Nice. Allein, ja, lasst mich euch eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen, denen wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten, kehrten unsere drei tapferen Helden von ihrer Reise zurück. Amadeus, Pontius und Soja, die Helden des Trine, kehrten nach langer und beschwerlicher Reise endlich wieder in die Heimat zurück. Da steht der Trine. Der Kannst Trine, du nicht ja. lesen? Das hat er denn gesagt. Oh. Seht ihr diesen Pfeil? Da ist irgendwie... Ich habe zwei Pfeile. Einmal ein Mauspfeil und einmal, keine Ahnung. Laternen und Dekorationen waren überall aufgehängt worden. Ah, doch, da im Bild. Der drei ja, zu feiern. Ah, doch, einen habe ich. Sie kehrten in der Taverne ein, um sich am Feuer zu wärmen und die neueste Kunde zu hören. Und Pontius, man ahnt es, sehnte sich nach einem großen Festmahl. Wirt, die Helden sind zurück und sie haben Durst. Ich muss nach Hause zu Margaret. Ich habe genug erlebt. Ich habe genug von Drachen. Ganz schön leer hier. Wo sind denn alle? Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen haben. Wir gehen früher auf. Mal sehen. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir haben die Kürbisse gerettet. Kobolde! Kobolde vor den Mauern! Versteckt eure Kinder! Oh ja. Und weiter geht's. Lass uns kloppen. Oh ja. So. Ist dir aufgefallen vorhin bei der Sequenz, wo diese Prinzessin da ins Wasser getaucht ist? Da ist noch einer, da ist noch einer, warte. Ja. Und dann hatte sie keine mehr, ich weiß. Nee, unter Wasser. Die Ketten sind hinter ihr hergegangen. Als ja. wenn ja, ein bisschen leichte Ketten, scheint mir. Ja, ich hätte sie. Wie soll ich den denn da oben? Aber ich kann ihn euch holen. Wie gut, dass hier ein Speicherpunkt ist, für den Fall, dass wir hier sterben. Er sollte sterben, nicht rauskommen. Freischnalle, wie sollen wir denn hier rauskommen? Und ich wollte doch nur eine Tasse Tee und frische Kleider. Ah, da oben. Oh, deine Frau oder was? Oh Gott, nein. Der lässt sich von deiner Frau bekochen. Ja, echt, Enno. Dieser sexistische Arsch. Alles klar, wir sind draußen. Also ich. Draußen geht die Luzi ab. Scheint viel Spaß zu haben. Ui, die haben Spaß. Komm doch nicht ran. Wer baut denn so ein Gebilde in der Stadt auf? Warum? Keine Ahnung. Hä? Habe ich gerade auf den falschen Charakter geklickt? Hä? Was macht der Hebel? Ja, bitte. Wir haben es geschafft. Enno? Levelaufstieg, geil. Ja, ich hole mal kurz. Das Zeug hier, so. Warte, irgendwas kann ich hier bewegen. Ah, hier ist ein Hebel. Ah, hier auch. Da fliegt der Trine. Oh, Trine! Wo will er hin? Beeilung, los. Wir müssen die Mauern beschützen. Kann ich den Hebel jetzt noch nicht benutzen? Doch jetzt. Aua, ich hab angegriffen. Ah! Au! Ach, genau, schon drüben. Hast du gesehen? Ich kann Dinge werfen. Achso, ja, ich wurde gerade hinterher teleportiert. Aua. Oh, ich werde direkt geheilt. Also, so, pass jetzt auf. Ich kann hier einen Hebel betätigen. Und dann schmeiße ich dich rüber. Würdest du tatsächlich stehen? Hä? Das war irgendwie nicht so beeindruckend. Ihr sollt da rüberfliegen. Warte mal. Versuch's nochmal. Irgendwie nicht. Ja, mit der Kiste funktioniert das. Wir nehmen die Kiste mit. Klappt nicht. Es sei denn, du stehst im Weg, dann... Kann man da runter? Okay. Ja. Ja? Ah, guck mal. Rechnest du in der Stadt mit tiefen Schluchten? Ja, eigentlich schon, ja. Würde mich hier echt nicht wundern. Ja, eben. Enno, wie bist du hier hoch? Alles klar. Wo? Kann man so ein Ding hin? Ich bin aber nicht runtergegangen. Das ist der Trick. Ah. Krass.
krass, ne? Wie kommen wir da jetzt rüber? Ui. Mit einem Dings. Pass auf. Charlie, mach mal eine Kiste. Warte, ich kann. Ja, okay. Charlie, mach mal eine Kiste. Halt die in die Luft. Höher. Höher. Du hast höher gesagt. Ja, du hast aber nicht... Ups, mein Fehler. Enno! Jetzt kriege ich meine Fähigkeit wieder. Also ich bin drüben. Kann sein, dass einige dieser Blasen größer oder kleiner sind? Nö. Oh, eine Kiste. Ich war schneller. Ich habe ein Sammlergewicht gefunden. Aber das könnt ihr alle... Siehst du das auch? Da kommt was. Nein, lass mich wegrennen. Leute, ich stehe genau dahinter. Hier ist plötzlich so nach Speck. Was machen die mit den armen Tieren? Da ist noch einer. Oh, oh. Ich fürchte, er ist tot. Ich sammle sein Herz ein. Es gehört ich hab's auch mitgenommen. Was? Aber wie viele Herzen hat er? Charlie, pass am besten auf. Das ist gerade ein bisschen. Und Juli, du stehst gerade auf explosiven Fässern. Ne? Also, ja, aber hier ist. Für die stehe ich immer auf explosive Fässer. Echt? Dann macht das mal ein TTT auch. Juli! Juli! Praktisch. Tut mir leid. Aua! Kind. Sind da unten noch ein paar? Warte. Nö. Okay. Gut, ich denke mal, wir müssen das Wasser umleiten. Ich denke mal, das Schloss will gelöscht werden. Vorher sammle ich hier die Leben. So heiß. Lebenserfahrung von den anderen Leuten ein. Ach so. Au, oh, da oben gibt's noch was. Das reicht aber noch nicht aus. Morgen, Kinder, Juli, kommst du oben rauf geben? Und stell dich mal ganz rechts hin. So? Ja. Okay. Nein, 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 andere Seite. Nein, 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 andere so, Seite. Aber stehen bleiben. Bleib da genau. Stehen! Stehen bleiben! Ich hab Angst, dass ich runterrutsch. Ach, keine Sorge, da ist auch die Plattform von Charlie. Du hast wirklich keinen längeren gekriegt? Der ist kaputt gegangen. Ich glaube, das reicht, oder? Was ist mit den Teilen? Juli war es noch nicht lang genug. So. Ja, natürlich nicht. Die hat da hohe Ansprüche. Klar. Ich nur mit den okay, Besten das dauert zu lange. Warum macht er das ständig? Ich hätte ihn wieder geprügelt, bevor dein Feind ankam. Kann ich unten durch? Kann ich nicht, okay. Ey! Pisser. Hallo. Ich kann gerade nicht. Nein, euch meine ich nicht. Charlie, ich bin gerade irgendwie beim Wiederbelebungsteil. Hm? Weiß ich nicht. Ich bin gerade tot. Bist du tot? Deswegen. Ja. Ich bin auch tot. Ich weiß nicht mal, wo der Wiederbelebungsteil ist. Hinter uns. Links würde ich also mal. Hinten. Da war nichts mehr. Ja, ja. Echt nein. Nicht? Ja, du musst zurückgehen. Ja, aber so weit. Ja, dann geh alleine vorwärts. Gegen die Gegner an. Die vernichte ich alle. Ja, klar. Du bist doch hier der mächtige Magier. Genau. Wer wenn nicht du, soll alle vernichten? Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, vielleicht lernst du ja noch den Feuerball. Reine Diskriminierung mit dem Feuerball. Oh, du hast es geschafft. Jetzt sammelst du noch die Dinger da unten ein. Ja, alles klar. Wir sind da. Nein! Komm mir nicht zurück. Glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwie kommt er noch zurück. Hey, geil, der hat immer super. Geil, der hat. Lass Charlie in Ruhe. Echt mal, lass Charlie in Ruhe. Komm, um euch zu retten. Unhöfliches, unflätiges Ding. Alles klar, wir müssen in den Brunnen. Charlie? Dein Typ ist gefragt. Die hängt irgendwie echt. Ah! Ah, ja, alles klar, mach's einfach so. Tschüss! Warte! Ja, okay, Loot ist jetzt auch egal, ne? Machen wir jetzt so ein. Nein! Können wir nicht erst nach Margaret suchen, ehe wir die Kobolde verjagen? Die passt schon auf sich auf. Sie speit einfach Feuer auf jeden. Das ist hier die Kanalisation. Selbst deine Frau kann Feuer speien. Ach Quatsch, das war nicht ernst gemeint. Glaube ich schon. Ach. Da oben links, Enno. Ich meine, wir reden von dir. Ah, da, okay. Irgendwoher müssen deine Kinder das ja haben. Ja, von mir. Ja, nee. Hast du nicht geschafft. Hast du selber nicht. Was ist passiert? Geh aus dem Weg. Ach so. Warum? Nur so. Nee.
Siehst du, der Ritter bringt eigentlich überhaupt nichts. Alles, was der kann, kann irgendwer anders noch besser. Oh. Oh. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass ich das sage. Schön merke ich gerade den Scheiße, weil es die Kanalisation ist. Achso, warte. Tada! Oh! Mach ich hier noch einen hin? Tada! Und dann kommen wir vielleicht hier hoch. Kommen wir tatsächlich. Bains! Okay, ich halte mich einfach fest. Dann springe ich Charlie nach und dann hängen wir hier. Nein! Alter, kannst du fliegen? Hast du Flügel oder. Nein! Du hast das Ding weggedreht! Hallo. Kann ich mich hier denn dann noch festhaken? Warte. Nein! Was? Was tust du da? Was? Hilfe! Nein! Ich seh's nicht, aber. Ich seh's auch nicht, aber ich hör's. Ist, glaube ich, gerade irgendwie verstorben. Ich bin mir nicht leicht sicher. Nein, hab ich nicht wieder! Ich war bei den anderen Speicherpunkt. Könnt ihr mal ganz kurz aufhören? Oh, guck mal. Juli, häng dich mal nicht ran. Dann kann ich das... Ich geh mal nach oben. Juli! Oh, hier ist ein Gegner. Du hast nicht gesagt, wo ich mich nicht ranhängen soll. Nimm dich natürlich. Das, was sich dreht. Kann ich das nochmal wieder so hinstellen? Nein! Hier die Schuld, nur damit du es weißt. Ja, von wegen. Ja, ich halte dir. Kann ich den Boden durchschlagen. Ja, nice. Alles klar, danke. Also, kann der ein Dingens schießen? Du Arsch! Was? Du Arsch! Was? Enno! Ah, nur Charlie wurde verletzt. Ja, wow. Es war hier voll was hart, was hier kam. Nein! Da ist ein explosives Fass ab uns runtergerollt, das vorher nicht da war. Hm. Kann das muss Ding kriegen nach jetzt? Muss ich wohl einen Gegner übersehen haben. Hm. Ja. Hallo? Alter, guck mal in den Hintergrund. Macht der. Egal. Ja. Hübsch. Ostern, ne? Ah. Jetzt? Ah, jetzt geht das Ding hoch und der Hebel betätigt den anderen. Alles klar. Ich hab's verstanden. Charlie, was machst du da, Charlie? Drück mal den Hebel. Hä? Okay, dann drück ihn nicht. Mach einfach beides, ich kann das. So, jetzt kann er rüber. Oder auch nicht. Hm. Ja, einer zur Zeit, Enno. Ah. Chill mal, Enno, chill mal. Ganz ruhig. Erstmal. Dann hoch. So, hätte soll ich da hochkommen? Charlie, wie bist du hochgekommen? Ja? Ich bin einfach raufgegangen. Ah, wir holen. Schön. Hallo, wie soll ich denn da hochkommen? Einfach nur nach unten ziehen, bis es nach unten geht und dann versuchen. Ja. So schnell geht das leider nicht. Okay. Spring jetzt mal. Los. Ja, was soll ich machen? Warte, ich hol's runter. Okay, oder auch nicht. Das hat nicht so gut geklappt. Charlie, ja? Könntest du mal wieder zurückkommen und uns helfen? Ich komme da nicht ran. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Ich sehe euch nicht mehr. Ja, weil du vorgelaufen bist. Aber warte, ich kann den einen Knopf drücken. Hä, wo seid ihr hin? Wie wär's, wenn du das Ding hier erstmal runterziehst? Kann ich nicht. Hm. Hä, wieso? Ihr könnt doch so drauf auf die Beine. Ja, wir standen hier aber zu zweit. Ne, ich meinte, einer nimmt den Hebel jetzt und dann springt er nochmal rauf. Was ist da denn jetzt das Problem? Ist okay, Charlie. Ist doch so. Okay, wie kriegen wir Enno jetzt hier rüber? Warte, ich muss mal kurz wieder den Hebel umlegen. So. Okay. Ich kann hier oben echt nichts. Huh, okay, alles klar. Will da nicht runter. Hat ganz knapp nicht gereicht. Schade. Macht die das? Ich gieß gerade. Würde ich machen. Stellt sich einer rauf?
Fali hat echt harten Haaren okay. dran, deswegen muss das so sein. Hat sie denn alles getrunken? Okay, Folge ist vorbei. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Warte. Dahin. Tschüss. Ich habe noch nicht aufgehört. Jetzt. Tschüss.